eine wichtige Gedanke, ein wichtiger Gedanke. Freundschaften unter Brüdern oder Bruderliebe, Geschwisterliebe, ihr Christen da draußen, Namenschristen, Geschwister, Brudergemeinde. Und was dominiert bei euch? Die Autorität unter den Brüdern oder die Liebe unter den Brüdern? Denn die Liebe zu der Frau, die ihr euch auswählt, wenn ihr so jung wie möglich seid, manche sogar noch unter 18, verlieben sich in eine Frau aus der Gemeinde, von den anderen Brüdern, durch Sex erschaffene Wesen. Man verliebt sich in sie. Und dann sind die Brüder nichts mehr wert. Nur die, die Autorität haben, die in der Struktur des Teufels, in der Gemeinde, was zu sagen haben. Denn sobald ein Mann geheiratet hat, haben ihn die Brüder nicht mehr. Nur die, die Autorität haben. Alle anderen können darauf verzichten, vergessen, dass sie mal Hilfe bekommen. Denn erst kommt die Frau, dann kommen die Kinder, die vom Teufel gezeugt werden, in die Welt durch Sex. Oder wolltet ihr sagen, ihr werdet wie Jesus Christus, ihr gebärt und bringt Kinder hier, erschafft Kinderwesen, Geister, ohne Sex. Und dann nennt ihr euch Gemeinde, Brudergemeinde, Brüder. Aber dominieren tut die Ehe, die Frau in der Ehe, wenn es eine vom Teufel besessen ist, vom System, vom Babylon, die nicht im Christusgeist ist und die Bruderliebe nie begriffen, erfahren hat. Wie will dann eine Gemeinde funktionieren, wenn sie so gespalten ist, dass auf der anderen Seite die Brüder sind, durch Autorität fordern, was sie fordern, behaupten, was sie behaupten. Auf der anderen Seite die Frau durch Sex einen sozusagen in die Zange nimmt, von einem auffordert, systemtreu zu sein, Geld zu verdienen, zu arbeiten, so zu sein wie alle anderen, nicht unten zu bleiben, sondern aufzusteigen. Das ist die Wahrheit, mit der ich euch heute alle konfrontiere. Alle Gläubigen und Ungläubigen, Brüder von der Straße, euch betrifft es auch, wenn ihr eine Freundin habt, eine Frau habt, verheiratet seid oder zusammen wohnt, zusammenzieht. Wer entscheidet dann? Der Penis, Kopf oder das Herz? Das ist die große Frage. Entscheidet das Buch, die Religion, der tote Buchstabe? Oder entscheidet das Gewissen, das Herz, wo Gott sein sollte? Deshalb sollten wir uns nicht betrügen, vor allem nicht selbst der Selbsttäuschung unterlegen sein. Wahre Brüder zeigen sich, indem Gott sich zeigt. Und alles andere hat nicht den Wert. Jesus aus Nazareth hat gesagt, was Wert hat. Die Bruderliebe. Amen.